Hallo Freunde, vor ein paar Jahren habe ich schon ein Gitarrenvideo gemacht. Das war mein erstes Gitarrenvideo nach ein paar Monaten Unterricht. Und jetzt gehe ich schon ein paar Jährchen und möchte euch, also für die Leute, die selbst am Gitarre lernen möchten, möchte ich ein einfaches Lied zeigen, wie man es spielt und dabei lernt, Gitarre zu spielen. Es ist sehr einfach, das Lied, das heißt 500 Miles. Es ist ziemlich einfach zum Spielen. Der Schlag, wie schlägt man mit der rechten Hand? Plektrum hält man so, ne? Man muss den festhalten, damit er nicht rausfliegt, und gleichzeitig das Handgelenk muss aber locker sein. Der Schlag ist bei dem Lied so, also zweimal runter, hoch, hoch, runter, hoch. So. Und das halt, das trainiert man, wenn man Anfänger ist, trainiert man das, bis man das, also erstmal ganz langsam. Und dann immer schneller werden mit der Zeit. So, welche Akkorde braucht man bei diesem Lied? Also man braucht den G-Akkord, dann den E-M, E-Moll, A-M-Akkord, C, D, D7. Und ab unter dem Video werde ich das Ganze nochmal darstellen, wo bei welchem an welcher Stelle ein Akkordwechsel erfolgen muss. Wenn ihr bei dem Schlag immer den Akkordwechsel macht, immer beim letzten Schlag, also das heißt zum Beispiel am Anfang von G auf M, und beim letzten Schlag geht praktisch die rechte Hand hoch, ihr macht den letzten Schlag und dann zum nächsten Akkord. Das ist der Akkordwechsel. Und das Lied geht also so. If you miss the train I'm on, you will know I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. 100 miles, 100 miles. Not a thing.